Tagesordnungspunkt 6.9. Maßnahmen zur Kriminalitätsbekämpfung am Wiener Platz einreichen CDU-Fraktion. Die darf zunächst starten, uns den Antrag einzubringen. Dann haben wir zahlreiche Änderungsanträge, die ich danach bitte vorzustellen. Dann gehen wir in die Debatte. Bitte schön, Herr Dr. Bruns. Herr Oberbürgermeister, meine Damen und Herren, der Wiener Platz, die Sicherheit am Wiener Platz beschäftigt uns ja schon geraume Zeit. Es ist dringend an der Zeit, dass wir unsere Stadtverwaltung in die Lage versetzen, die polizeilichen Aufgaben, die sie wahrzunehmen hat, auch wahrnehmen kann. Dem dient der Antrag. Der Antrag dient ferner dazu, auch die City-Streife, die von den Gewerbetreibenden initiiert worden ist, weiter laufen zu lassen, im wahrsten Sinne des Wortes, und sie hier zu unterstützen. Wichtig ist, dass nachhaltig der Wiener Platz von dem Drogenmilieu, das sich dort gebildet hat, befreit wird und der Platz die Eingangssituation erhält, die wir uns alle von ihm wünschen, insbesondere weil wir mit dem Prager Carré das Wiener Loch nun Gott sei Dank nach langen Bemühen haben, sehr erfolgreich und wie ich finde auch gelungen zu bebauen. Deswegen unser Antrag. Ich bin den Kollegen auch der SPD-Fraktion dankbar, dass wir da zu einer guten Zusammenarbeit gefunden haben. Wir würden, das darf ich hier gleich sagen, den SPD-Antrag mit den Formulierungen übernehmen. Dem stimmen wir so zu. Die 40 Stellen, die von der AfD-Fraktion dort gefordert werden, also wir sollten irgendwo mal erst die Kirche ein bisschen im Dorf lassen. 20 Stellen ist schon eine satte Forderung und damit, denke ich, kommen wir zunächst auch mal längst. Es macht keinen Sinn, sich mit immer mehr Stellen jetzt hier zu überbieten. Der nächste fordert dann 60 und so weiter. Also ich denke, im Zusammenwirken zwischen Land, Stadt und den Gewerbetreibenden sollten wir es mit dem, was an Maßnahmen in unserem Antrag drinsteckt, es schaffen, hier eine nachhaltige Verbesserung der Situation am Wiener Platz zu schaffen. Das, denke ich, ist eine runde Sache. Deswegen, wir haben schon an anderen Stellen viel Zeit, sage ich jetzt mal, verloren, würde ich es mit meinen Ausführungen hier bewenden lassen. Bitte stimmen Sie dem Antrag in der Weise zu, wie sie dem Änderungsantrag der SPD hier vorliegt. Die anderen Punkte würden wir so nicht mitgehen wollen. Ich denke, so wie er jetzt seine Qualifikation gefunden hat, steht er uns gut zu Gesicht. Und deswegen kommen wir dann, auch wenn wir es beschließen, denke ich, schnell zu einer Verbesserung der Situation am Wiener Platz, wie gesagt, die wir alle brauchen, die wir uns alle wünschen, die sich insbesondere die Anwohner und Gewerbetreibenden und nicht zuletzt die Touristen, die über den Hauptbahnhof erstmalig unsere Stadt betreten, dann einen vorzeigbaren Platz finden. Vielen Dank und stimmen Sie ihm zu. Dankeschön. So, jetzt gibt es einen Änderungsantrag interfraktionell. Den wollen Sie vorstellen? Sieht nicht so aus. Wer möchte ihn vorstellen? Also Linke und Grüne. Linke und Grüne. Ich brauche kurz technische Vorbereitungszeit. So. Lieber Herr Obermeister, liebe Gäste am Stream und im Saal, liebe CDU, auf der Hitliste Ihrer schlechtest vorbereiteten Anträge gibt es einen neuen Favoriten. Ich gratuliere Ihnen dazu.
Sie haben das insbesondere dadurch erreicht, dass es inzwischen, wir hatten vorhin, hatte Frau Arnert, glaube ich, war es, die über die Arbeit in den Gremien geredet hatte, Sie haben es inzwischen scheinbar gar nicht mehr nötig, über Ausschüsse zu gehen und dort irgendwelche Beratungen mitzunehmen. Wir nehmen das einfach so zur Kenntnis und dann machen wir eben jetzt hier ein bisschen Ausschussarbeit. Sehr schön. Genau, erstmal kurz direkt zu dem Antrag. Im ersten Anstrich wollen Sie private Sicherheitsdienste mit städtischem Geld bezahlen. Man kann der Meinung sein, dass der Freistaat mit seiner Polizeipolitik versagt, aber dann sollte man es eben nicht mit städtischem Geld versuchen zu wollen zu flicken. Mit dem zweiten Anstrich wollen Sie irgendwie Deutschlands bestbewachten Platz schaffen. Bisher haben wir 17 Personen, die im gemeindlichen Vollzugsdienst ihren Dienst tun. Sie fordern 20 extra, eine Verdoppelung, mehr als Verdoppelung, als Haushaltsvorgriff. Das ist zumindest mutig. Ich denke, wir haben etliche Bereiche, wo wir deutlich dringendere Probleme haben und wo uns ein so mutiger Schritt nicht gelingen wird. Im Anstrich 3 haben Sie bisher, fordern Sie ja irgendwie unverzüglich Präventionsmaßnahmen, leider dann wieder komplett ohne irgendwelche, wie konkret zu werden. Daher fordern wir tatsächlich ein konkretes mobiles Angebot in dem Bereich. In Anstrich 4, da kommt, kennen wir auch schon aus anderen Anträgen der CDU, die altbekannte Lichttherapie. Die ist zwar, wenn wir uns anschauen, welche Arten von Kriminalität am Wiener Platz wir haben, nämlich hauptsächlich Drogenkriminalität, sehr gut geeignet, um zu gucken, was in den Tütchen dann drin ist und vielleicht auch noch den einen oder anderen gut zu erkennen. Ansonsten ist der Platz aber, was die Ausleuchtung angeht zumindest, nicht problematisch. Der Gipfel, aber wie gesagt, ist der geplante Haushaltsvorgriff. Wollen Sie mir nichts, dir nichts, erstmal einfach 1 Million mit dem 5. Anstrich sozusagen schon vorweg beschließen. Ich habe die vielen Zitate zu Hause gelassen, wo Sie sich genau gegen ein solches Vorgehen in vergangenen Reden immer wieder ausgesprochen haben. Suchen Sie sich selber nochmal raus oder lassen Sie die Einwände in Zukunft weg, wenn das sozusagen die neue Linie ist. Das Versagen der Landespolitik, was Stellenabbau angeht, was Überstunden bei der Polizei angeht, da ermahnt nach oben zu blicken, sicherlich richtig. Seltsam ist allerdings diese vierteljährliche Berichtspflicht. Also ich glaube, wir haben viele wichtige Dinge in der Stadt und wir haben an einigen Stellen sehr bewusst eine solche Berichtspflicht eingefügt. An diesem Punkt, da es hauptsächlich um polizeiliche Aufgaben geht und die Polizei eben als Landesbehörde uns nicht untersteht und wir sowieso, ich sag mal nur, über spärliche oder über die Treffen von Herrn Sittel mit Polizeibehörden etc. spärliche Informationen kriegen, das merken wir immer wieder bei Anfragen, ist das völlig überzogen. Die größte Kritik ist aber, es ist eigentlich die vollkommen falsche Maßnahme. Wir gucken uns doch einfach mal an, welche Aufgaben können wir den gemeindlichen Vollzugsdienst denn übertragen. Da gucke ich hier rein. Überwachung eines ruhenden Straßenverkehrs. Vollzug von Satzungen, Vollzug von Vorschriften zur Beseitigung von Abfällen. Na, das ist es wohl auch nicht mit der Drogenkriminalität. Sammlungswesen, Erholungseinrichtung, Grünanlagen, Reisegewerbe, Marktwesen, Sperrzeiten, Ladenschluss, Vorschriften über Sondernutzung. Ja, schön. Das war die Drogenkriminalität, die Sie mit dem gemeindlichen Vollzugsdienst ablösen wollen. Deswegen folgen Sie unserem Ersetzungsantrag, nehmen Sie den Haushaltsvorgriff raus, nehmen Sie die konkrete Stellenanzahl raus, lassen Sie uns das in der Haushaltsberatung machen. Ja, beim gemeindlichen Vollzugsdienst müssen wir nachsteuern, weil eben in manchen Bereichen Dresden wächst. Wir haben wieder dafür zugeführt, dass in Dresden wieder Straßenmusik stattfinden kann und auch das fällt tatsächlich in den Aufgabenbereich des gemeindlichen Vollzugsdienst und auch an manchen anderen Stellen gibt es da mehr zu tun, müssen wir in der Haushaltsberatung drüber reden. Deswegen in unserem Ersetzungsantrag bleibt dieser Punkt auch als Bekenntnis dazu, dort etwas zu tun drin. Aber nehmen Sie den konkreten Haushaltsvorgriff raus, wären Sie konkret bei der Präventionsarbeit, denn Drogenkriminalität ist die Folge von Drogenabhängigkeit. Lassen Sie uns die Ursache gemeinsam angehen und die ist eben stadtweit. Denn am Wiener Platz kaufen nicht nur Leute
die dort wohnen, sondern eben aus dem ganzen Stadtgebiet. Lassen Sie uns Präventionsarbeit gesamtstädtisch betrachten und nicht irgendwie an den Symptomen flicken und einem scheinbaren Sicherheitsgefühl mit den falschen Maßnahmen. Vielen Dank. Als nächstes bitte ich SPD, ihren Änderungsantrag, auch wenn er schon übernommen ist, mit einzubringen, Herr Avenarius. Herr Oberbürgermeister, meine Damen und Herren, wir haben im Rahmen der Aktuellen Stunde vor 2 Monaten deutlich gemacht, dass wir allen die Hand reichen werden, die mit uns zusammen für eine wirksame Bekämpfung der Kriminalität am Wiener Platz eintreten, und zwar auf einer vernünftigen sicherheitspolitischen Konzeption. In diesem Sinne habe ich damals schon gesagt, wir stehen dem CDU-Antrag offen gegenüber, wir werden ihn näher prüfen, und wenn er uns sinnvoll erscheint, dann werden wir ihn auch mittragen. Inzwischen haben wir ihn näher geprüft und sind zu dem Änderungsantrag gekommen, der eigentlich nur eine einzige zentrale Korrektur vorsieht. Wir gehen nicht mit bei der finanziellen Förderung der Citystreife, die da drin vorgesehen ist. Die Citystreife ist ein, auch das habe ich damals schon ausgeführt, ein sinnvolles Projekt. Sie verdient Unterstützung, sie verdient insbesondere Unterstützung, weil sie darauf angelegt ist, eng mit der Landespolizei und der Bundespolizei und dem Gemeindevollzugsdienst zusammenzuarbeiten. Von daher ist es sicher richtig, wenn das Projekt wieder aufgenommen werden könnte, es insoweit zu fördern, und es sind sicher auch Werbemaßnahmen möglich. Es ändert nichts daran, dass die Citystreife ein Projekt des Handels ist und letztendlich von dem Handel auch finanziert werden muss. Von daher können wir da nicht mitgehen und haben das, was ich eben ausgeführt hatte, versucht, möglichst prägnant festzuhalten. Wir haben inzwischen auch die Stellenforderung näher beleuchtet. Habe ich auch damals gesagt, können wir uns vorstellen, aber wir müssten noch nachfragen. Wir haben nachgefragt im Bereich Ordnung und Sicherheit, und wir haben auch uns ein Signal geben lassen aus dem Personalbereich. Beide Signale waren so: Diese Forderung ist jetzt nicht irgendwie übersetzt, um gut in die Verhandlungen reinzukommen, sondern sie ist realistisch. Kann man sich auch gut vorstellen. Wir brauchen, solange die Auswirkungen der katastrophalen Sparpolitik der Landesregierungen an der Polizei, solange die spürbar sind, eine vorübergehend erhöhte Präsenz des Gemeindevollzugsdienstes, der auch schon durch seine Präsenz einen Beitrag leistet, am Wiener Platz. Und es ist natürlich nicht so, dass der Wiener Platz mit diesen 20 Stellen zum bestbewachtesten Platz Dresdens werden soll, sondern es ist so, dass der Gemeindevollzugsdienst noch viele, viele andere Aufgaben hat, wie es uns ja auch aufgezeigt wurde. Und diese Aufgaben muss der Gemeindevollzugsdienst auch erfüllen. Und von daher ist es wichtig, nicht nur den Gemeindevollzugsdienst instand zu setzen, 2, 3 Einheiten von Spezialkräften dort zusätzlich bestreifen zu lassen, sondern er muss auch in der Lage sein, seine anderen Aufgaben wahrzunehmen. Und dafür braucht er eben Personal. Das ist ja auch nicht so, dass die Leute nicht krank werden, nicht Urlaub machen und so weiter. Das heißt, 20 ist eine realistische Zahl. Und von daher können wir den CDU-Antrag mit dieser Modifikation gut mittragen. Noch ein Wort zu den anderen Anträgen. Bei dem Punkt 3
sehe ich gar nicht einen Widerspruch zwischen dem, was im CDU-Antrag steht und zwischen dem, was im Antrag der Linken steht. Das, was im Antrag der Linken steht, dass man mobile Präventionseinheiten einsetzen sollte oder prüfen soll, ob man sie einsetzen kann. Da gab es auch ein Signal von der Suchtbeauftragten, dass das durchaus eine Variante wäre. Also bei diesem Antrag sehe ich eigentlich keinen Widerspruch. Es wäre am vernünftigsten, hinter den Satz, der im CDU-Antrag unter 3 steht, einfach den Satz anzufügen von der Linken. Dann haben wir drin, es wird eine erhöhte Anstrengung zur Drogenprävention durch die Stadt gefordert. Das ist auch ureigenste Aufgabe der Stadt. Und es wird eine bestimmte Herangehensweise betont. Es lässt offen, wenn ein Konzept entwickelt wird, dass man von diesen mobilen Gesichtspunkten wieder Abstand nimmt. Aber es wird geprüft, ob das nicht eine Lösung sein könnte. Und da bin ich, nachdem ich die Suchtbeauftragte gehört habe, auch relativ optimistisch. Und das Allerletzte, da kann ich mich jetzt wirklich Herrn Dr. Brauns anschließen. Die 40 Stellen in dem AfD-Antrag, die sind wirklich einfach eine Nummer zu groß. Es ist richtig, wir nehmen hier einen Teil der anstehenden Haushaltsentscheidung vorweg. Das ist in diesem zentralen Punkt, der ein wesentliches Anliegen ist, auch gerechtfertigt. Aber es wäre niemals gerechtfertigt, das in einem solchen Umfang zu tun, wie es die AfD jetzt rausgeballert hat. Vielen Dank. Und da wären wir bei dem Punkt AfD-Antrag, auch dies noch so einzubringen, Herr Obern. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, sehr geehrte Damen und Herren Stadträte, einmal mehr diskutieren wir hier im Stadtrat über die Situation am Wiener Platz. Aber nicht nur an diesem Ort. Der Wiener Platz, der in den letzten Jahren zu einem Drogen- und Kriminalitätsschwerpunkt verkommen ist, steht stellvertretend für die Sicherheitslage an vielen Orten in unserer Stadt. Das Sicherheitsgefühl der Dresdner Bürger hat sich in den letzten Monaten zusehends verschlechtert. Die Situation am Wiener Platz ist weiterhin besorgniserregend, aber auch Meldungen von Übergriffen und Einbrüchen im ganzen Stadtgebiet sind häufig Gegenstand nicht nur der Presseberichterstattung, sondern auch von Bürgerbeschwerden. Wir haben hier im Stadtrat schon oft gestanden und über die Sicherheitslage in Dresden diskutiert, ohne aber zu einer spürbaren politischen Entscheidung gekommen zu sein. Auch heute liegt uns mit dem Antrag der CDU und diversen Änderungsanträgen viel Material vor, das deutlich macht, dass die AfD schon im letzten Jahr richtig lag mit ihrer Lageeinschätzung und dass unnötig viel Zeit vergeudet wurde, weil einige Fraktionen vehement ihre Augen vor den Problemen verschlossen hatten und zum Teil immer noch verschließen. Den meisten Punkten des CDU-Antrages, die meisten Punkte des CDU-Antrages hält die AfD für zielführend. Auch die Ergänzungsanträge der SPD und auch der Linken werden von uns unterstützt in allen Punkten, die zu einer Verbesserung der Sicherheitslage führen. Eine größere Mittelbereitstellung für den gemeindlichen Vollzugsdienst, wie sie für den nächsten Haushalt durch das Ordnungsamt angestrebt wird, ist angesichts der veränderten Sicherheitslage längst überfällig. Dass von Seiten des Ordnungsamtes eine Personalaufstockung geplant ist, unterstreicht doch die Realität und die Dringlichkeit der aktuellen Probleme. Die AfD-Fraktion hält es aber für geboten, die Personalaufstockung schon jetzt wirksam werden zu lassen, da Sicherheit und Sicherheitsempfinden durch die Dresdner Bürger aktuell immer negativer eingeschätzt und beurteilt werden. Zudem sind weitere Verzögerungen absehbar, wenn die Mittelbereitstellung für die 20 vom Ordnungsamt geforderten zusätzlichen Mitarbeiter erst im kommenden Doppelhaushalt erfolgt. Die Bewerbungsfristen und die Ausbildung der neu einzustellenden Mitarbeiter benötigen weitere Zeit, nach den Erfahrungswerten des Ordnungsamtes etwa 3 bis zu 6 Monaten. Die AfD möchte mit ihrem Änderungsantrag darauf hinwirken, dass es zu einer baldmöglichsten wirksamen Reaktion auf der Dresdner Politik auf die unhaltbare Situation am Wiener Platz und auch in dessen Umgebung kommt. Und jetzt zu der Anzahl der Stellen.
vielleicht auch an Herrn Dr. Brauns und Herrn Avenarius, seien Sie doch ehrlich, 20 Personalstellen mit Wochenend- und Urlaubsregelungen sowie etwaigen Krankheitszeiten, das bedeutet für ganz Dresden 2 zusätzliche Doppelstreifen rund um die Uhr, mehr nicht. Und wenn wir den Anträgen der anderen Fraktionen folgen, erst mit dem neuen Haushalt im neuen Jahr. Von einem zeitnahen Einsatz und damit einer schnellen Reaktion seitens der Stadt auf das veränderte Sicherheitsempfinden und die tatsächliche Sicherheitssituation kann damit keine Rede sein. Für flächendeckende Toleranzkampagnen stadteigener Betriebe oder für Bürgerfeste für Weltoffenheit und Toleranz ist immer Geld da. Für solche Anlässe, so unser und auch das Gefühl vieler Dresdner Bürger, kann das Füllhorn aus Steuergeldern immer weit geöffnet sein. Auch der Etat der Jugendhilfe vergrößert sich Jahr für Jahr um Millionenbeträge, ohne dass diese Förderungen einer echten Effizienzprüfung unterliegen. Verstehen Sie mich nicht falsch, ein städtisches Engagement für Toleranz oder für die Jugendhilfe kann wichtig sein und ist wichtig. Aber die originären Aufgaben der öffentlichen Hand und hier speziell die Sicherheit der Bürger im öffentlichen Raum ist mindestens genauso wichtig. Ich bitte um Zustimmung zu unserem Änderungsantrag. Wir brauchen jetzt und nicht erst übermorgen eine Verbesserung der Situation rund um den Wiener Platz und an anderen Brennpunkten in der Stadt. Nötig ist ein sofortiger Personalaufwuchs im gemeindlichen Vollzugsdienst und damit den aktuellen Herausforderungen angemessenes Reagieren von unserem Stadtrat. Vielen Dank. So, ich habe 3 weitere Mutmeldungen angemeldet bekommen. Frau Hatzendorf, Herr Zastrow und Herr Bauer in der Reihenfolge. Frau Hatzendorf. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, sehr geehrte Damen und Herren. Der Wiener Platz hat sich in den vergangenen Jahren zum Drogenumschlagplatz und zum Schwerpunkt für weitere Formen von Straftaten entwickelt, die der strafrechtlichen Verfolgung unterliegen. Dafür ist die Landespolizei zuständig. So steht es in der Begründung zum CDU-Antrag. Und diesen beiden Sätzen können wir auch zustimmen. Und ich betone das auch, weil es in dieser Klarheit für einen starken Rechtsstaat so wichtig ist. Erstens, Straftaten müssen effektiv und zeitnah verfolgt werden. Und zweitens, die Landespolizei ist dafür zuständig und nicht, wir haben es vorhin schon gehört, Gemeindevollzugsbedienstete oder private Sicherheitsdienste. Der nächste Satz in Ihrer Begründung zeigt das Dilemma Ihres Antrags. Sie stellen darauf ab, dass die, ich zitiere, Landeshauptstadt Dresden und damit auch der Oberbürgermeister und der Stadtrat als gewählte Bürgervertretung eine Mitverantwortung für die Beseitigung solcher Missstände trägt, von denen das Innenministerium, die Polizei, die Staatsanwaltschaft wisse. Diese Mitverantwortung verführt Sie dazu, sich nun darauf zu konzentrieren, als könnten Sie, wenn Sie nur wollten und genügend Ressourcen darauf konzentrieren, das Problem mit Law-and-Order-Politik auf Stadtebene lösen. Und damit so Ihre Begründung den positiven Ruf unserer Stadt befördern. Hier enden unsere Gemeinsamkeiten. Denn erkennt man die Zuständigkeit der Landespolizei an, konzentriert man sich im Stadtrat auf die originären Aufgaben der Stadt, die insbesondere in der Kriminalitätsvorbeugung, und ich wage es mir zu sagen, durch gute Sozialpolitik liegt. Und man setzt den Fokus nicht auf polizeigesetzliche Begrifflichkeiten wie Kriminalitätsschwerpunkt, sondern betrachtet die Sicherheitslage und die Bedürfnisse der ganzen Stadt, insbesondere wenn man eine Stellenaufstockung im Interesse des Gemeinwohls und des Gemeininteresses begründen will. Darauf komme ich gleich zurück bei dem Ersetzungsantrag, der, und das erlaube ich mir zu sagen, Herr Avenarius, ein Linksgrüner ist und nicht nur ein Linker. Wie ist die Lage am Wiener Platz? Unbefriedigend. Wir haben es schon gehört. Wobei die Dramatik der Einschätzung sicher auch davon abhängt, ob man sich des Öfteren auch mal an anderen Hauptbahnhöfen deutscher Städte aufhält und dann in die Städte reinkommt. Aber Sie wollen dort einen hohen Standard halten, das ist auch völlig legitim. Die Straßenkriminalität macht den Händlern am Wiener Platz zu schaffen. Wir lesen es regelmäßig in der Zeitung und haben es hier, wie auch schon gesagt wurde, mehrfach debattiert und auch im Kriminalpräventiven Rat schon mehrfach besprochen.
Tut das Innenministerium, die Polizei, die Staatsanwaltschaft zu wenig für die Sicherheit am Wiener Platz und tut die Stadt zu wenig? Haben wir auch schon debattiert. Im vergangenen Jahr gab es massive Anstrengungen der Polizei, 25 Einsätze, mehrere große Razzien. Seit September gibt es diese besondere Einsatzgruppe mit 18 Mitarbeitern und 1 bis 2 Diensthunden. Seit 1.12. gibt es eine private Sicherheitsstreife. Die Lage hat sich gebessert. Ist dem so oder greift der Verdrängungseffekt? Stellen sich Kriminelle eventuell besser auf Streifen ein? Es ist logisch, dass sich Kriminelle nur an unbeobachteten Orten und in unbeobachteten Zeiten aufhalten. Aber das Mittel der Wahl scheint weiter trotzdem nicht nachlassen. Viel hilft viel. Das subjektive Sicherheitsgefühl hat gelitten. Wir haben es heute auch wieder gehört. Das subjektive Sicherheitsgefühl leidet durch den Rückzug der Polizei. Es leidet durch lange Verfahrensdauern. Es leidet, wenn man bestohlen wird und die Polizei bei der Anzeigenaufnahme müde lächelt, weil keine Aussicht bestehe, die Täter zu fassen. Es leidet, wenn im Quartier nur noch Gerüchte ausgetauscht werden über planlos ankommende Flüchtlingsströme. Das subjektive Sicherheitsgefühl in dieser Stadt von Flüchtlingshelfern leidet durch die offene Ablehnung und Anfeindung durch Nachbarn, die ihre Abscheu freien Lauf lassen. Und es gibt Drohungen für Leib und Leben und gegen Familien und das Gefühl des Alleinseins, wenn man im Wohngebiet durch Rechte mal alleine erwischt wird. Das subjektive Sicherheitsgefühl von Flüchtlingen wird auch nicht gesteigert, wenn Fackelumzüge an Unterkünften veranstaltet werden. Und das subjektive Sicherheitsgefühl von friedlichen Demonstranten leidet, wenn sie gegen Angriffe keinen Polizeischutz mehr erwarten können. Deswegen ist es hier auch allenfalls ein Ausschnitt Dresdens, deren subjektiven Sicherheitsgefühle Sie mit diesem Antrag pflegen. Auch das ist legitim, aber dann wundern Sie sich nicht, wenn uns das zu beschränkt ist. Es gibt 2 Probleme mit dem Antrag, weshalb wir Ihnen in Gesamtheit nicht zustimmen können. Herr Engemeyer hat es schon gesagt. Erstens der Rückgriff auf diese Law-and-Order-Reflexe. Die Ursachenbekämpfung der Kriminalität ist mühsamer, aber nur diese langfristig erfolgversprechend. Und deswegen ist auch unser Punkt 3 eine Schwerpunktverlagerung, wie ich finde, eine Qualifizierung und nicht nur eine Nebensächlichkeit wie im Antrag der CDU. Und zweitens das Versprechen von mindestens 20 Stellen für den Polizeivollzugsdienst ist für uns auch ein Haushaltsvorgriff und unseriös. Es ist weder ämterübergreifend geprüft noch innerhalb des Geschäftsbereiches, ob hier eine Priorisierung in diese Richtung gemacht werden kann. Wir haben es auch schon mal diskutiert, ich diskutiere es immer wieder, was ist mit dem Personal bei den Waffenbehörden, was ist mit dem Katastrophenschutzamt. Und diesen beiden Punkten tragen wir mit unserem Ersetzungsantrag Rechnung. Wir werden bei der Haushaltsverhandlung darüber reden müssen, inwieweit der Polizeivollzugsdienst aufgestockt werden muss. Ich bitte um Zustimmung zu unserem Antrag. Vielen Dank. Als nächster Herr Zastrow. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, meine Damen und Herren. Tja, inhaltlich brauche ich gar nicht allzu viel dazu sagen, weil die inhaltliche Debatte hatten wir ja erst, nämlich genau in der letzten Stadtratssitzung. Und ich hatte damals das Gefühl, dass wir uns hier eigentlich im Wesentlichen einig gewesen sind, nämlich dass am Wiener Platz etwas geschehen muss, dass wir alles dafür tun müssen, damit bei uns eben in Dresden nicht das typische Bahnhofsviertel entsteht, was man vor allem aus westdeutschen Städten kennt, wo die Situation längst schon komplett außer Griff ist. Und wir haben, glaube ich, hier auch einen Konsens gehabt, nämlich, dass es in allererster Linie Landessache ist. Das geht hier um polizeilichen Durchgriff. Und das muss ich von der Polizei erwarten und nicht von dem gemeindlichen Vollzugsdienst oder irgendjemand anders, sondern das ist nun mal das Hoheitsrecht des Staates und das wird bei uns noch immer von der Polizei wahrgenommen. Und dann erwarte ich auch entsprechend, dass die Polizei mit entsprechenden Mitteln dort aktiv ist. Diese Anträge, die wir jetzt hier haben, sind ja etwas schwierig, weil was wir hier machen, ist pure Ausschussarbeit. Ich habe überhaupt keinen Bock, mich damit zu beschäftigen, sage ich Ihnen ganz ehrlich. Es gab einen Antrag, der schon schwierig ist. Dann gibt es jetzt lauter Änderungsanträge. Ich habe in meiner Sammlung noch nicht mal alle. Dafür ist der Stadtrat schlichtweg der falsche Ort.
weil das muss dann im Ausschuss behandelt werden und da muss einer der entsprechenden Antragsteller, ich gehöre ja neben, ich glaube, ich bin der Einzige, der jetzt keinen eigenen Antrag hat, ich könnte aber auch noch einen mir einfallen lassen, da muss es verwiesen werden in den Stadtrat, in den normalen Ausschuss oder wie auch immer. Ich habe es nicht für nötig gehalten. Warum? Weil das meiste es aus meiner Sicht nicht wert ist. Weil die Prosa, die hier drin steht, in allen Anträgen, die Selbstverständlichkeiten, das nochmal festhalten, was wir sowieso alle wissen, was wir in der aktuellen Debatte längst besprochen haben, das muss ich hier nicht nochmal beschließen. Und an den entscheidenden Punkten, da wird es dann interessant, da frage ich mich, woher das Selbstbewusstsein kommt, hier 20 Stellen gemeindlicher Vollzugsdienst oder 40 Stellen festzulegen, weiß ich nicht, hätte ich gerne erklärt, muss man mir bitte im Ausschuss erklären, hat hier keiner gemacht. Man sagt dann, ja, das ist einzusehen, wieso ist das einzusehen? Da habe ich überhaupt keine Begründung gehört. Frau Hatzendorf hat ja völlig recht, es gibt genauso andere Stellen, die mit gutem Recht mehr Personal fordern können. Wieso jetzt an der Stelle 20 gemeindlicher Vollzugsdienst, verstehe ich nicht. Ist mir völlig neu. Sittichstreife sehe ich dann wiederum ein bisschen anders, weil die Sittichstreife mich eigentlich ein Hilferuf der Händler ist, das, was getan werden muss. Und wer die Situation auf der Prager Straße kennt mit den vielen Ladendiebstählen in einer sehr großen Anzahl, auch am Altmarkt, da muss man klar sagen, es ist eigentlich ein Zeichen, liebe Polizei, kümmert dich, ein Armutszeugnis für den Staat, wenn die Privatwirtschaft es am Ende selber klären muss, weil vor Einbrüchen sollte immer noch die Polizei zuerst mal schützen und nicht der Privatmann. Da geht es schon lange nicht mehr darum, dass du irgendwie in Sicherheitsdienst den Laden stellst, sondern die machen ja mehr. Und wenn sie wissen, dass dort viele Einbrüche gewesen sind und sich die Verkäuferin oftmals große Sorgen gemacht haben und man überhaupt nichts mehr zur Anzeige gebracht hat, im Moment ist ja ein bisschen ruhiger, aber das ist eine polizeiliche Aufgabe, ganz eindeutig. Jetzt will ich noch was sagen, nochmal zu den Stellen. Das, was im Antrag steht, setzt ja voraus, dass der gemeindliche Vollzugsdienst, um den es hier geht, absolut überlastet ist und bis zur Kante voll. Und wir haben hier quasi Stadtnotstand und deswegen müssen wir das als Haushaltsvorgriff, was natürlich nicht korrekt ist, sehe ich genauso, jetzt unbedingt machen. Da sage ich mir, wie kommen Sie denn darauf, dass die an der Grenze sind? Ich sage, die haben Reserven ohne Ende. Das Ort, Reserven. Hier in der Zeitung SZ, das Ordnungsamt will einen Straßenmusikanten bestrafen, weil er neben seinem Flügel einen Tisch aufgestellt hatte. Arne Schmidt, den kennen wir alle. Ein super Straßenmusikant mit seinem Klavier, der macht echt Niveau, der ist in ganz Europa unterwegs. Wegen 85 Euro Strafgeld, weil er einen Tisch neben seinem Klavier hatte, hat man den vor Gericht gezogen. Und da hat der Richter gesagt, liebe Stadt, stellen Sie doch das Verfahren ein, 85 Euro. Und die Stadt sagt, nee, das verfolgen wir weiter. Wer das macht, hat Reserven. Der braucht nie und nimmer, meine Damen und Herren, neue Stellen. Danke. Als nächster Redner Herr Bauer. Ja, sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, Damen und Herren Stadträte, die Bekämpfung der nordafrikanischen Drogenszene am Wiener Platz ist ein sehr wichtiges und im Zusammenhang mit diesem Klientel auch durchaus brisantes Thema, was von uns als NPD in den vergangenen Monaten demzufolge auch immer wieder aufgegriffen wurde. Dass die besondere Einsatzgruppe des Ordnungsamtes am Wiener Platz dort eingesetzt wird und jetzt offensichtlich sogar noch Einigkeit hier im Rat darüber herrscht, dass die Truppe noch aufgestockt werden soll, immerhin 20 Stellen. Das nehme ich mit einer gewissen Genugtuung zur Kenntnis und ich sage Ihnen auch, warum. Denn, meine Damen und Herren, diesen Vorschlag habe ich bereits zur Sitzung im Juli 2015 vergangenen Jahres hier eingebracht als Ergänzungsantrag und er wurde seinerzeit mit 68-2 Stimmen von Ihnen abgelehnt. Die Zeiten haben sich offenbar geändert, der gesunde Menschenverstand hat sich durchgesetzt, was wir als NPD ausdrücklich begrüßen. Ich möchte an der Stelle aber trotzdem noch mal auf eine schriftliche Anfrage vom August 2015, also kurz nach der besagten Sitzung, hinweisen. In dieser habe ich mit einem Blick auf einen möglichen Einsatz dieser besonderen Einsatzgruppe auf dem Wiener Platz mich nach der Aufstellung, der Ausrüstung und so weiter dieser Gruppe da erkundigt. Und diese Anfrage von mir wurde auch sehr umfangreich und zufriedenstellend beantwortet. Interessant war allerdings die Beantwortung der letzten Frage nach dem Einsatz der besonderen Einsatzgruppe im Bereich Wiener Platz, die von der Stadt
in Ihrer Antwort wie folgt beantwortet wurde: Ein Einsatz sei nicht möglich. Die Bekämpfung von Straftaten ist ausschließlich Sache der Landespolizei. Der gemeindliche Vollzugsdienst hat hier keinerlei Befugnisse. Und es würde mich nun natürlich brennend interessieren, was genau sich an den Befugnissen des gemeindlichen Vollzugsdienstes seit dem August 2015 geändert hat, sodass dieser nun doch plötzlich eingesetzt werden kann, genau so, wie ich es seinerzeit gefordert hatte. Und vielleicht kann mir ja der Herr Sittel als oberster Chef vom Ordnungsamt diese Frage gelegentlich beantworten, denn die Antwort auf meine Anfrage kam ja offenbar aus seinem Haus. Hin wie her ist es eine gute Sache, dass das jetzt dort die besondere Einsatzgruppe zum Einsatz kommt und dass nun endlich auch parteiübergreifend die Notwendigkeit erkannt wurde, diesen ausländischen Drogendealern dort am Wiener Platz das Handwerk zu legen. Und es kann nur richtig sein, sich dabei nicht ausschließlich auf die Landespolizei zu verlassen, sondern eben auch auf eigene Kräfte des Ordnungsamtes hier aus der Stadt Dresden zurückzugreifen. Insofern sind wir natürlich ebenfalls für eine drastische Aufstockung der Einsatzgruppe. Meines Wissens sind es derzeit 23 Planstellen, über die diese Gruppe da verfügt. Das heißt, wir reden also quasi, wie es schon mehrmals erwähnt wurde, über eine Verdoppelung hier von 20 Einsatzkräften. Und ich bin aber schon der Meinung, dass das ganz offensichtlich auch nötig ist. Wir sind auch bereit, mit der AfD mitzugehen. Auch 40 Stellen können sicherlich nicht verkehrt sein. Ich halte jenseits der hohen Präsenz von Polizei und gemeindlichem Vollzugsdienst am Wiener Platz allerdings noch einen weiteren Aspekt für zwingend notwendig. Denn diese hauptsächlich nordafrikanischen Drogendealer wohnen ja nicht im Hauptbahnhof. Auch das ist ja, denke ich mal, bekannt. Sondern sie kommen ja ganz offensichtlich aus Flüchtlingsunterkünften, also sprich aus den Heimen, aus den Gewährleistungswohnungen. Und deswegen sollte meiner Meinung nach auch die Stadt entsprechend auf die Staatsregierung, die wiederum über die Landespolizei zu befugen hat, dass dort nicht nur die Auswirkungen auf dem Wiener Platz bekämpft werden, sondern dass eben auch regelmäßig Razzien in den Rückzugsräumen, in diesen Flüchtlingsheimen und Unterkünften durchgeführt werden, um eben auch in diese Drogenverstecke der Dealer hineinzukommen. Und ich denke, durch einen hohen Verfolgungsdruck und durch regelmäßige Kontrollen der Unterkünfte erreicht man sicherlich mehr als allein nur durch Razzien der Polizei und durch die GVD-Präsenz auf dem Wiener Platz, die eben leider doch sehr oft ins Leere laufen, also wenn man tatsächlich doch die Bemühungen durchaus zur Kenntnis nehmen muss. Aber es hat sich eben leider auch gezeigt, dass diese illegalen Einwanderer, von denen wir hier reden, zwar ihre Pflichten in Deutschland in der Regel nicht kennen, dafür aber ganz schnell gelernt haben, welche Rechte sie haben, gerade im Umgang eben auch gegenüber der Polizei. Und vermutlich hatten sie dabei auch tatkräftige Unterstützung der linken Asyllobbyvereine. Auch das ist ja inzwischen allseits bekannt und aktenkundig. Vielen Dank. So, für die Verwaltung hat Kollege Sittel um das Wort gebeten. Und falls es weitere Wortmeldungen gibt, nehme ich die schon mal auf, Herr Lichti, Herr Urban. Ich würde gerne eine der in der Diskussion aufgeworfenen Fragen hier ansprechen. Wir haben ganz allgemein über die Tätigkeit des gemeindlichen Vollzugsdienstes natürlich regelmäßig nicht nur zu zurückliegenden Haushaltsdebatten im zuständigen Fachausschuss gesprochen. Wir haben speziell über die Thematik des Wiener Platzes zweimal im Kriminalpräventiven Rat gesessen. Es wird auch in künftigen Sitzungen dort ein Schwerpunktthema sein. Zuletzt haben wir Anfang März dort gemeinsam mit der Polizei, mit Vertretern der Deutschen Bahn, aber auch unter Einbeziehung der städtischen Suchtbeauftragten gesprochen, um insbesondere einen Teil der Ursachen dieses Problems in den Blick zu bekommen. Ich glaube, für die Debatte ist es noch wichtig, ein Stück weit die Zusammenhänge in dem Aufgabenfeld der öffentlichen Sicherheit und Ordnung zu beleuchten. Es ist insoweit ganz eindeutig, dass Aufgaben der Strafverfolgung, und darauf zielte Ihre Frage auch ab, Herr Bauer, nicht durch die Stadt Dresden wahrgenommen werden können. Strafverfolgung ist ausschließlich Aufgabe der Landespolizei und der Staatsanwaltschaft. Im Bereich der Kriminalitätsbekämpfung gibt es allerdings einen kleinen Zusammenhang zwischen dem Thema der Strafverfolgung und dem Thema auch Präsenz zu zeigen. Präsenz zu zeigen im öffentlichen Erscheinungsbild, Präsenz zu zeigen, um subjektives Sicherheitsgefühl zu stärken. Und hier ist es meine feste Überzeugung, dass diese Präsenz
natürlich, und ich glaube, da besteht auch ein Konsens, zuallererst von der sächsischen Landespolizei gezeigt werden soll. Aber wenn dies nicht im ausreichenden Umfang zu jeder Stelle möglich ist, macht es durchaus Sinn, dass ein anderer Hoheitsträger mit öffentlich-rechtlichen Mitteln tätig wird, um insbesondere den Bereich, der unterhalb der Kriminalitätsschwelle, der im Bereich der Ordnungswidrigkeiten liegt, auch deutlich zu machen. Weil auch hier sehe ich ganz deutlich, dass es wichtig ist, es geht hier um das staatliche Gewaltmonopol. Und zum staatlichen Gewaltmonopol gehören nach der Polizei vor allen Dingen die Mitarbeiter des gemeindlichen Vollzugsdienstes. Dies ist in meiner Hinsicht deutlich vorzugswürdig gegenüber allen Maßnahmen privater, weil alle Maßnahmen privater sich ausschließlich auf ihr privates Umfeld nur beziehen können. Die Stärkung des subjektiven Sicherheitsgefühls, das Tätigwerden im öffentlichen Verkehrsraum, ist zwingend hoheitlich zu erledigen. Es gibt seit vielen Jahren eine sehr gute Kooperation zwischen der Polizeidirektion Dresden und dem Ordnungsamt, wo wir uns ganz genau darüber abstimmen, was wir jetzt schwerpunktmäßig unter dem Blickwinkel des Ordnungswidrigkeitenrechts machen und wo von vornherein polizeiliche Tätigkeiten erfolgt sind. Und dass dort, wo wir im Bereich der Ordnungswidrigkeiten oder zur Stärkung des subjektiven Sicherheitsgefühls tätig sind, ganz kurz per Funk die sächsische Polizei herbeigerufen werden kann, um uns dann, wenn es in Maßnahmen der Strafverfolgung geht, zu unterstützen. Ein Beispiel, mal losgelöst vom Wiener Platz, die typische Ruhestörungsbeschwerde, wo Jugendliche in den Abendstunden einen Kinderspielplatz zweckentfremden, laute Musik machen, Glasflaschen kaputt schmeißen, sodass Kinder am nächsten Tag nicht spielen können. Das fängt ganz normal im Ordnungswidrigkeitenrecht an. Das kann dann aber auch relativ schnell von einer Tätigkeit des gemeindlichen Vollzugsdienstes, wenn zum Beispiel die Mitarbeiter bedroht werden oder wenn sich herausstellt, es sind Suchtmittel im Einsatz, zu einer polizeilichen Situation werden. In dem Moment geht über den Funkdienst des gemeindlichen Vollzugsdienstes, Unterstützungsgesuchen an die Polizei. Und da wir unsere Rahmendienstpläne miteinander abstimmen, werden wir tätig. Aber es ist nicht von vornherein ein Polizeieinsatz. Das heißt, diese Verbindung zwischen Ordnungswidrigkeitenrecht, was wir als Stadt machen, und Kriminalitätsbekämpfung im Sinne von Strafverfolgung sorgt dafür, dass die Polizei vorrangig dort tätig ist, wo nur sie tätig sein kann und wir unterstützend tätig werden. Ich glaube, das ist ganz wichtig, dass diese Partner hier hoheitlich, öffentlich-rechtlich auch tätig werden. Und natürlich, Herr Zastrow, haben Sie völlig recht, dass man nicht jeden Straßenmusiker, der sicherlich schöne Musik macht, bestrafen soll. Ich fand es aber jetzt ein bisschen gemein, das Ordnungsamt in einer Sippenhaft dafür zu machen, dass das Regelwerk, das zur Kontrolle des Ganzen ist, einerseits eine städtische Sondernutzungssatzung ist. Ich finde den Vorwurf gegenüber städtischen Bediensteten, dass sie eine Satzung, die der Stadtrat beschlossen hat, vollziehen, finde ich schwierig. Insofern würde ich mir wünschen, und ich glaube, in die Richtung gehen auch die Impulse aus dem Petitionsausschuss und anderen, ganz klar noch mal zu definieren, was möchte die Landeshauptstadt Dresden in Form des Stadtrates, was soll kontrolliert werden und was soll nicht kontrolliert werden. Im Moment kontrollieren wir schon deshalb relativ wenig, weil wir keine ganz so klare Grundlage haben. Aber es ist mir ganz wichtig, dass das nicht ein Willkürakt städtischer Bediensteter ist, sondern wenn es einen klaren Verstoß gegen eine vom Stadtrat beschlossene Satzung gibt, meine ich schon, sollte man auch tätig werden. Ansonsten würde ich mich sehr freuen, wenn Sie das Anliegen hier unterstützen, und wir werden auf jeden Fall die Details ja im Fachausschuss in der Haushaltsdebatte dann noch näher beleuchten. Vielen Dank. So, als nächste Wortmeldung waren Herr Lichti und dann Herr Obern. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen. Ich habe mich jetzt gemeldet, weil ich zum anderen Aspekt sprechen möchte. Ich habe sehr großes Verständnis, wenn man sagt, wir haben am Wiener Platz ein Problem und dieses Problem muss gelöst werden. Und da ist auch eine große mediale Aufmerksamkeit drauf gewesen. Und es ist durch das Recht der Stadträte, der Stadtratsfraktion, hier entsprechende Anträge einzubringen und somit die öffentliche Aufmerksamkeit noch etwas höher zu heben. Aber warum ich mich jetzt gemeldet habe, ist, dass ich mich tatsächlich ärgere und mich auch sorge. Ich mache mal was anderes. Meine Kollegin Herzendorf hat es angesprochen. Wir diskutieren die ganze Zeit über den Wiener Platz und andere Probleme, die ich für mindestens genauso gewichtig halte, die rutschen immer so aus dem Fokus weg. Jetzt sprechen wir als Verkehrspolitiker. Wir haben allein in diesem Jahr 3 tote Radfahrer. Wir haben jetzt ein Vierteljahr um oder so.
Ich finde das ungeheuerlich und ich finde es richtig erschreckend. Da kann man natürlich immer noch sagen, woran lag das, Papa und so weiter und so weiter. Wir wissen aber auch, dass genau diese Frage der Radfahrersicherheit in den letzten Jahren sträflich vernachlässigt worden ist, um es mal vorsichtig auszudrücken. Ich weiß nicht, ob Sie es wissen, Sie können es auf der Homepage des ADFC nachlesen. Dort haben wir detaillierte Berichte seit langem. Straßburger Platz war jetzt wieder in den Medien. Haben wir detaillierte Berichte darüber, wo tatsächlich gefährliche Stellen sind. Und ich habe schon den Eindruck, dass es auch diese Stellen sind, wo dann tatsächlich auch was passiert. Und ich finde es sehr ärgerlich, wenn wir jetzt einfach mal so 20, 40, 80, wer bietet mehr Stellen, mal so fordern, für den gemeindlichen Vollzugsdienst, von denen wir wissen, Herr Engemeier hat es dargestellt, trotz der Ausführungen von Herrn Bürgermeister Sittel bleibe ich dabei, die letztendlich sehr wenig tatsächlich dort am Wiener Platz ausrichten können. So, ich will das jetzt gar nicht in Geld ausrechnen, aber es handelt sich hier wirklich um massive Summen. Und ich würde mir dann wünschen, dass alle, die hier sitzen, wenn es dann bei den Haushaltsverhandlungen darum geht, beispielsweise Planungskapazitäten im Radfahrbereich, im Fußwegebereich, Sie wissen auch, wir haben riesige Probleme für Behinderte im Fußwegebereich. Da braucht jeder nur in sein Viertel gucken. Dass wir dort dann auch mit dieser gleichen Werf und mit diesem gleichen politischen Interesse, wie es hier zum Ausdruck gekommen ist, auch darüber diskutieren. Weil hier sind schon 3 Menschen dieses Jahr allein umgekommen. Und ich finde, wir sollten uns da auch ein bisschen klar machen, wo die Prioritäten liegen. Ich glaube, die liegen nicht unbedingt am Wiener Platz. Das wage ich jetzt mal so zu sagen. Vielen Dank. Herr Ober. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, sehr geehrte Damen und Herren Stadträte, ich möchte doch noch mal ein bisschen auf die Dringlichkeit der hier beantragten Stellenerhöhungen, auch der anderen flankierenden Maßnahmen eingehen, weil die Dringlichkeit ja zum Teil, jetzt gerade Herr Lichte, auch Herr Zastrow, in Frage gestellt wurde. Wir haben zum einen eine schlicht und einfach vorliegende Forderung des Ordnungsamtes nach mehr Stellen. Und das ist nicht aus der Luft gegriffen, sondern es ist ja anhand von einem Personalbedarf im Ordnungsamt so angezeigt worden. Wir haben zum anderen die Situation, dass wir gerade am Wiener Platz die besondere Einsatzgruppe, die Dresden geschaffen hat, für ganz Dresden jetzt gerade schwerpunktmäßig nur am Wiener Platz im Einsatz haben, weil eben dort ein Problem besteht. Und wir haben zum dritten die Beschwerden der Händler von der Prager Straße und vom Wiener Platz. Wir haben die Beschwerden der Anwohner. Also wie man hier hingehen kann und sagen kann, ich bezweifle, dass es dringend ist, darüber jetzt zu entscheiden, da fällt mir nicht viel ein dazu. Und wenn dann Herr Zastrow anfängt, ein Ordnungsgeld von 85 Euro als Begründung zu nehmen, dass kein Handlungsbedarf am Wiener Platz bestünde, dann muss ich sagen, Herr Zastrow, das ist vielleicht lustig, da freut sich vielleicht der eine oder andere, aber das ist der Ernst der Situation, die wir dort haben, überhaupt nicht angemessen. Und das Gleiche sage ich auch zum Herrn Lichti. Natürlich ist es tragisch, wenn Radfahrer in Dresden umkommen. Und natürlich reden wir darüber. Und wir reden natürlich auch jetzt darüber, auch Sie wieder verstärkt, weil es gerade passiert ist. Aber das ist doch kein Grund zu sagen, nur weil Radfahrer umkommen, muss ich über den Wiener Platz nicht nachdenken und da ist kein Handlungsbedarf. Also bitte. Als nächste Wortmeldung Herr Engemeier. Ich mache es kurz von der Seite. Zunächst, ja, wir haben es ja jetzt gehört, okay, wahrscheinlich gibt es weiter Drogendealer am Wiener Platz, aber zumindest spielen sie dann keine laute Musik und zerschlagen Flaschen. Ich könnte jetzt auch anfangen, in welchen Bereichen wir jetzt dringend Personal nachordnen sollten per Haushaltsvorgriff. Ich mache es bewusst nicht. Ich will kurz beantragen, dass unser Antrag im dritten Anstrich das ersetzt durch ein ergänzt ersetzt wird, dann schließt er sozusagen den Text der CDU, SPD, wie auch immer, nicht aus und diesen Punkt auch gesondert abzustimmen. Der Rest kann dann en bloc erfolgen, es sei denn jemand anderes beantragt noch eine punktweise Abstimmung. Ach so, und am Ende das Gesamtpaket dann punktweise abzustimmen. Herr Krieg.
Ja, ich mache das auch hier kurz vor der Seite. Herr Sittel, Sie haben auf den Redebeitrag meines Kollegen Jens Bauer geantwortet, dass verschiedene Dinge ja im Kriminalpräventiven Rat besprochen worden sind und dort wäre dies und das gesagt worden. Es ist, glaube ich, wieder mal der richtige Zeitpunkt zu nennen, dass Sie in rechtswidriger Weise und einfach nur mit der Macht des Stärkeren uns raushalten von diesem kriminalpräventiven Rat, in dem offenbar interessante Informationen weitergegeben werden. Dieses hier ist ein Kollegialgremium und entweder Sie geben eine Information an alle oder an keinen. Das steht Ihnen frei, aber nur das. Es steht Ihnen nicht frei, Einzelne auszuwählen, denen Sie irgendwelche Informationen geben. Und ein Hinweis, ich hatte noch gar nicht das wahrgenommen, dass es auch eine Drogenbeauftragte gibt, aber wir reden um Drogen, ausländische Drogendealer. Die Ausländerbeauftragte ist wieder mal nicht anweisend, die geht immer dann zur Pause. Danke. So, weitere Wortmeldungen sehe ich für den Moment nicht für das Schlusswort. Ja, also, dann noch Herr Lichti und dann das Schlusswort Herr Dr. Brautz. Herr Bürgermeister, das Schlusswort hätte ich gerne zugelassen. Ich kündige an, dass ich dann beantragen werde, Zurückverweisung in den Ausschuss für allgemeine Verwaltung. Dort kann das Thema dann, glaube ich, fachkundig besprochen werden. Es wurde jetzt hier von vielen Rednerinnen und Rednern wurde zum Ausdruck gebracht, dass wir hier eigentlich Ausschussarbeit machen. Und jetzt gucken wir mal, vielleicht finden wir dafür sogar eine Mehrheit. Und jetzt das Schlusswort, Herr Dr. Brautz. Herr Oberbürgermeister, meine Damen und Herren, Herr Lichti, Sie haben eigentlich das beste Beispiel gegeben. Herr Obern, kann ich mich nur anschließen. Schreiben Sie doch einen Antrag zu dem Problem, was Sie hier beschrieben haben. Damit wir ein konkretes Problem, was in dieser Stadt dann da ist, das was gelösen, dann können wir das auch besprechen und dann beschließen wir das. Aber ich denke, das ist genau der Punkt und wir haben hier ein Problem, dem sind wir ganz konkret mit unserem Antrag nachgegangen und es ist ein wichtiger Beitrag, denke ich, und das ist von niemandem auch, glaube ich, bestritten worden, die Situation am Wiener Platz zu verbessern. Alles andere, das auf die lange Bank zu schieben, das Problem haben wir jetzt. Und wir sollten es jetzt lösen im Interesse unserer Bürger, im Interesse derjenigen, die sich auf dem Wiener Platz aufhalten und noch besser, die dort Gewerbe treiben, die als Touristen dorthin kommen und hoffentlich dann auch einen besseren Eindruck gewinnen, als er jetzt da ist. Und Herr Zastrow, ich bin schon ein bisschen entsetzt. Ja, wenn Sie nicht wissen, wie viele Stellen der gemeindliche Vollzugsdienst hat und was er denn macht, wofür, dann tun Sie Ihre Arbeit im Ausschuss Allgemeine Verwaltung. Die neue Fraktion der AfD, Herr Obern hat es gesagt, die haben das gemacht. Ich brauche im Antrag nicht zu erklären, was denn der gemeindliche Vollzugsdienst macht. Machen Sie Ihre Aufgaben. Ich finde das im höchsten Maße ärgerlich, Ihre Rede. Es ist wirklich ärgerlich, was Sie gemacht haben. Ja, muss ich mal sagen, gerade weil wir noch eine gute Beziehung haben, dann ist das, was Sie hier von sich gegeben haben, in einer Weise populistisch. Das wird unserer Stadt und dem Problem, den wir haben, einfach nicht gerecht. Freies Saufen in der Neustadt, dafür sind Sie dann. Aber wo sind Sie denn gelandet? Ja? Wo sind Sie mit der FDP denn gelandet? Machen Sie seriöse Politik. Ich finde das schade, ich finde das ausgesprochen schade, Ihren Beitrag. Ich bitte das, und das hat die Debatte auch gezeigt, dass der Antrag, so wie Sie auch im Änderungsantrag der SPD-Fraktion Ihren Ausdruck gefunden hat, ein maßvoller Antrag ist, der den Aufgaben, denen wir als Stadt, und wir müssen als Stadt unseren Beitrag leisten, die Situation am Wiener Platz zu verbessern. Und da leistet er einen sinnvollen Beitrag. Das hat auch der Kriminalpräventive Rat, dem der vorlag, sehr gelobt. Und ich glaube, wenn ich es richtig weiß, hat er ihm einstimmig zugestimmt. Deswegen, meine Damen und Herren, natürlich ist es ein Vorgriff im Haushalt, aber wir brauchen das jetzt. Da weise ich ausdrücklich auf die Worte von Herrn Avenarius. Die SPD-Fraktion hat es geprüft. Sie war ja kritisch. Sie hat ihre Aufgaben gemacht, wie wir auch. Und deswegen denke ich schon, wenn Sie es nicht gemacht haben, bitte ich einfach um das Vertrauen, dass wir unsere Aufgaben gemacht haben. Im Wohle unserer Stadt stimmen Sie dem Antrag so, wie er in dem SPD-Änderungsantrag seit
seinen Ausdruck gefunden hat, zu. Und dann kommen wir insgesamt alle zusammen am Wiener Platz ein Stück weit, ein gutes Stück vorwärts zum Wohle unserer Stadt. Vielen Dank. So, meine Damen und Herren, dann steigen wir ein in die Abstimmung. Das Weitestgehende ist der Rücküberweisungsantrag in den AV-Ausschuss. Den würde ich zunächst abstimmen. Bekommt der keine Mehrheit, dann arbeiten wir uns mal so durch die ganzen Anträge, erzähle ich dann nochmal. Wir machen erstmal das Weitestgehende. Wer der Rücküberweisung zustimmen möchte, bitte ich jetzt um das Handzeichen. Gegenstimmen? Und Stimmenthaltung. Der Überweisungsantrag ist mit 36 Ja-Stimmen bei 30 Nein-Stimmen und einer Enthaltung angenommen. Und damit würde ich mir jetzt mal gar nicht die Mühe machen, sondern das Päckchen in Richtung AV damit auf die Reise geben. Und so, dass wir dann ein federführendes Ausschussvotum für die nächste Sitzung bekommen. Ich würde ihr Einvernehmen vorausgesetzt, dass für den Montag, damit sie es nicht zu weit verzögert, für den AV-Ausschuss nachladen lassen. Wir kommen